Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von der Usedom-Karte in Transport Viewer 2. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir sind am Hauptbahnhof hier in Usedom. Ein wunderbarer Blick über den Hauptbahnhof, über den Trambahnhof hier am Hauptbahnhof und den Flughafen, wo gerade auch ein Flugzeug im Landeanflug ist. Wirklich eine der schönsten Stellen hier der Map. Und ja. An der Stelle möchte ich mich erstmal für eure grandiose Unterstützung, eure lieben, lieben Worte bedanken, die ihr mir entgegengebracht habt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Es geht langsam bergauf und es wird auch wieder mehr Videos geben. Ja, in welchem Abstand, das kann ich nicht sagen, aber ja, es lenkt mich immer sehr gut ab und ich kann euch sagen, es geht bergauf. Langsam, aber es geht definitiv bergauf. Wir werden heute mal in dieser Folge uns ein bisschen um Bahnhöfe kümmern, dass wir hier so ein bisschen die Bahnhöfe auf der Map mal so ein bisschen aufwerten. Wir haben hier nämlich noch ziemlich viele Bahnhöfe, der ist auch neu, das ist ja dieser österreichische, aber wir haben wirklich noch viele Bahnhöfe, die sehr, sehr alt sind. Der ist auch schon modernisiert, aber hier zum Beispiel, das ist natürlich ein Bahnhof, wir sind im Jahr 2011, ne? Ja, 2011 und ja, der sollte definitiv hier mal ein wenig rund erneuert werden. Und da kümmern wir uns heute so ein bisschen drum, dass wir hier so ein paar Bahnhöfe mal ein wenig aufwerten. Das Dach ist auch schon ziemlich in die Jahre gekommen und wirkt auch viel zu groß hier für diesen Bahnhof. Die Gleise wollte ich eigentlich nicht wegnehmen. Da werden wir gleich mal gucken, dass wir hier gleich mal die Gleise wieder reinlegen. Das sind die hier, ne? Genau. Perfekt. Und dann werden wir die Bahnsteige hier mal erneuern. Und auch hier wieder der Tipp. Den habe ich selber mal vor ein paar Monaten bekommen. Wenn ihr das macht, reißt einfach alles ab, bis auf ein Element der Bahnsteige. Und dann erkennt eure Linie quasi auch, dass hier ein Bahnsteig ist. Und wird sich auch nicht verschieben, wenn ihr das Ganze hier modernisiert. Dann baut ihr hier die modernen Bahnsteige hin und dann könnt ihr auch den alten hier entfernen und auch das hier dann modernisieren. Und so bleibt eure Linie an dem Bahnsteig liegen. Wenn ihr das nicht macht, kann es passieren, dass die Linie sagt, nö, pass mal auf, da ist kein Bahnsteig mehr, ich erkenne nicht, dass ich hier halten muss. Und das wollen wir natürlich nicht. So, Passagiergebäude brauchen wir natürlich hier auch. Was nehmen wir hier, was könnte hier passen gut? Jo, das ist doch gar nicht so schlecht. Nehmen wir hier die Varianten. So, ja, das sieht doch schick aus. Gefällt mir. Ist auch verbunden mit der Stadt. Hier haben wir ja unsere Baumateriallinie, die nach hier hinten geht. Hier könnten wir eigentlich auch mal eine Brücke irgendwie drüber machen, ne? Dass die Stadt sich auch hier reinbaut. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier an die Seite eventuell Verschiedenes, genau, einfach so ein paar Treppen hier machen. So. Dann brauchen wir natürlich noch, was machen wir hier? Machen wir Fahrstühle und Unterführung hin. Und dann natürlich noch ein paar Sitzgelegenheiten etc. Nein, hier ist vielleicht ein bisschen albern. Machen wir lieber hier hin. Und hier hinten. Und hier noch ein paar Bänke. Ja, die eher so. Und dann passt das schon. Genau, nochmal schnell gucken. Linie ist erhalten geblieben, sehr schön. Und dann werde ich vielleicht sogar einen Bahnübergang hier reinbauen. Es ist ja keine Hauptstraße hier. Da kann man hier auch mit einem Bahnübergang arbeiten. Mal gucken, was wir hier nehmen. Ja, der ist doch vielleicht gar nicht schlecht. Zack. Schön. Hier nehmen wir dann die kleinen Straßen oder die kleine Straße. Wir machen hier so eine kleine
Wendeschlaufe rein. Auch noch mal einen Bahnübergang. Das gefällt mir natürlich nicht so ganz. Hier mal ein bisschen planieren. Genau, das ist schon besser. Was nehmen wir hier? Bahnübergang passt doch ganz gut. Das ziehen wir hier hoch, das ziehen wir hier dran. Dann verbinden wir das hier nach hier unten. Und das nach hier. Hier noch so ein paar Querstraßen rein. Und dann kann sich hier auch die Stadt ein wenig ausbreiten. Perfekt. Alles noch ein bisschen angleichen. Sehr schön. Jo, ein Bahnhof mehr modernisiert. Das Dach lasse ich hier mal weg. Vielleicht könnten wir hier was haben wir hier zur Auswahl? Vielleicht einfach hier und hier eins hin. Genau. Steht in der Treppe. Na, das ist ein bisschen suboptimal. Nehmen wir doch die hier. Und machen das Ganze so. Das ist okay. Schön. Gehen wir weiter die Linie entlang. Dann dürfte genau hier unser Endbahnhof. Ist hier nämlich auch noch absolut altbacken. Die Seite hier können wir lassen, das ist ja der Güteranschluss. Aber die anderen beiden. Die müssen wir erneuern. Der ist ja länger, weil hier der Regionalexpress hält. Das hier ist ja der Bahnsteig für die Nebenbahn. So. Hier würde ich ganz gerne die roten Plattformen nehmen. Die nehme ich ja immer ganz gerne. Gefallen mir eigentlich sehr gut. Hier in die Mitte auch. Passagiergebäude. Nehmen wir hier die modernere Variante. Einmal hier und hier hinten auch. Die hier. Genau. Ja. Das ist okay. Das Doofe ist nur, dass wir hier einen anderen Bahnsteig haben. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier, welches Gebäude könnte hier passen? Das ist, glaube ich, das passt. Aber da ist trotzdem der falsche Bahnsteig dann. Aber egal, nehmen wir das. Ist eigentlich ganz cool. Ja, die Linien sind auch noch da. Hier machen wir wieder die Unterführung. Aber diesmal natürlich barrierefrei, ne, weil wenn man hier reingeht, müsste man ja ganz hier runter, um auf den anderen Bahnsteig zu kommen. Und so kann man hier einfach barrierefrei oder auch mit Barriere, wenn man die Treppen nutzt, auf den anderen Bahnsteig kommen. Kommt auch die Nebenbahn angefahren.
Und hier auch noch eine Sitzgelegenheit. Also richtig lohnen tut sich das nicht, ne? Nee. Das ist wirklich alles andere als lohnenswert. Aber schick. Schick ist es. Kann man nochmal einsteigen. Wirklich ein schönes Fahrzeug. Wenn man denn in der richtigen Richtung Platz nimmt. So. Herrlich. Wunderschön. Kommt der Gegenzug. Schön auch noch mit den alten Formsignalen. Das ist so das Coole an dem Spiel, ne? Sich einfach in die Fahrzeuge setzen, schön mitfahren. Ach, immer wieder herrlich. Und mittlerweile auch, das hat man ja auch am Chiemsee gesehen, in vernünftiger Performance. Das war schon mal definitiv schlechter. Vor ein paar Jahren. Na gut, das Spiel ist jetzt auch schon 4 Jahre alt, ne? Nächstes Jahr gibt es ja noch einen großen Patch und dann war es das mit dem Support für Transport Fever 2. Bin gespannt, was Urban Games dann ankündigen wird. So, schauen wir hier mal eben. Hier hat sich noch nichts hingebaut. Ach, apropos, wir hatten hier hinten ja noch ein Städtchen, was geteilt war, ne? Was wir noch nicht wieder... Wo waren das? Hier. Genau, das hatte ich ja geteilt und noch nicht wieder eine Straße gebaut, eine Brücke, wollte ich sagen, nicht eine Treppe. Die bauen wir mal hier hin. So, einmal hier rüber, genau. Oder nee, gefällt mir auch nicht so wirklich. Nehmen wir die hier. Und dann einmal hier hinunter. Und einmal hier hinunter. Das Ganze hier auch glätten. Und dann haben wir hier auch wieder die Verbindung zwischen den Stadtteilen. Das wollte ich schon seit ewigen Folgen mal wieder machen. Habt ihr mir echt öfter geschrieben. 70 Millionen, das ist vollkommen okay. Genau, und dann fahren die hier auch gleich rüber. Hier würde ich jetzt einfach eine Verbindung machen, die genau hier über den Tunnel geht. So. Genau. Das sollte passen. Ach, hier war das mit den wenn man das hier angleicht, war das doch mit dem, genau, da kam das Wasser da. Das ging hier leider nicht. Und hier haben wir immer noch dieses Stauproblem, ne? Ja, aber ich bin jeden Tag quasi im Stau. Also, dass es mal Stau gibt, ist auch, glaube ich, ganz normal in der Realität. Also, da brauchen wir jetzt nicht gucken, dass man überall auf der Map staufrei unterwegs ist. Also, wenn ich hier im Berufsverkehr unterwegs bin, bei uns in Kassel, da staut sich's nur. Das ist wirklich absolut unnormal. Also, ist das nicht so... Unnormal, dass es hier im Spiel auch mal Stau gibt. Das hier ist übrigens auch so ein Sorgenkind, ne? Diese Linie. Aber nun gut, schick ist es. Und deswegen lassen wir das einfach mal so, wie es ist. Vielleicht die Wartung mal so ein bisschen höher. Nein, die Wartung. Genau, die Wartung so ein bisschen höher. So. Es gibt auch neue Fahrzeuge. Den Stadler Kiss haben wir jetzt auch. Der ICE angedüst.
voll ist anders, ne? Den Stadler-Kiss, den würde ich auch gerne irgendwo einsetzen. Ja, immer noch 135 Millionen. Wir könnten den Stadler-Kiss doch hier. Wo könnten wir den denn mal einsetzen? Nehmen wir noch die Baureihe 420, die hier unterwegs ist, die RW10. Die macht auch echt gut Plus. Oh, so ein bisschen mehr Kapazität wäre hier gar nicht schlecht, glaube ich, ne? Hui, hier ist aber auch viel Öl. Die Linie macht mittlerweile auch gut Plus. Das freut mich sehr. Mal ja die zwei Schiffe hier ersetzt durch diese Brisbane-Schiffe hier, diese Fähren. Boah, das sieht auch stark aus, ne? Wirklich auch eine tolle Mod, sogar hier oben mit Anzeige. Brisbane City Cat heißt das, wer dieses Schiffchen auch haben möchte. Passt natürlich perfekt zur Usedom-Karte. Nein, natürlich nicht, aber schick ist es trotzdem. Haben wir hier auffahren, aber hier macht das Ganze noch nicht wirklich Plus. Aber ja, das wird mit der Zeit wahrscheinlich auch besser werden. Wo lassen wir den? Jetzt ist es mir entfallen, was ich fahren lassen wollte. Den Stadler-Kiss, genau. Ich tendiere hier zu dem RE1. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, ne? Den hier fahren zu lassen. 249. Und wenn ich jetzt hier die sechsteilige Variante nehme, das sind 332 bei 295 Meter. Und die sind 232 Meter lang. Wenn ich aber 2 fünfteilige nehme, gibt es hier auch einen fünfteiligen? Nö. So, aber vierteilig. Dann bin ich bei 212. Das ist weniger. Shit. Auch den Regio Panther. Aber der hat ja wirklich. Mal hier mal gucken. Na doch, bei 211 Meter hätte der 264 Kapazität. Den Elefanten. Wir haben auch hier die Baureihen. Die wunderbaren S-Bahnen. Die könnten wir langsam mal 75, 96. Die sind 68 Meter. Die sind 67. Tauschen wir mal hier hinten auf der RB10. Tauschen wir die Baureihen 420 mal aus. Damit wir hier mehr Kapazität bekommen. Die sind, glaube ich, alle in Doppeltraktion. Nehmen wir sogar Dreifachtraktion. Wir haben 1, 2 mal Dreifachtraktion. Tauschen wir erstmal die Zweifachtraktionen aus gegen die 425er. Genau. Ersetzen. Und dann tauschen wir die Dreifachtraktionen auch aus. S-Bahn Hannover. 48. Aber die sind kürzer, ne? Genau, die sind nur 37 Meter lang. Ja, ja, wir haben auch hier oben noch die 136. Das ist super. Machen wir die in Dreifachtraktion. Sehr schön. Schön, schön, schön. Hier hatten wir aber auch noch ein paar. Genau, hier müssten wir auch noch mal ran. Auch so ein Aalen-Bahnhof. Das ist ja auch toll, ne? Schaut mal hier. Ich meine, es sieht irgendwie so aus, als würde es so passen, ne? Aber
Warum baut sich in das Bahnhofsgebäude hier die Stadt rein? Das ist ja dämlich. Gucken, ob durch die S-Bahn der Ertrag hier noch höher geht. Ich meine, ja, Geld ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ich meine, wir haben hier 15,7 Milliarden. Das ist schon wirklich extrem. So, fahrt mal raus, damit ich den Bahnhof hier auch noch modernisieren kann. Das ist hier nämlich auch bitter nötig. Gebäude. Die müssen wir dann, glaube ich, manuell wegreißen. So. Hier nehmen wir 2011er Bahnsteige. So ein bisschen durchmixen. Dass nicht jeder Bahnhof gleich aussieht. Ist ja auch ein bisschen langweilig. So. Dann nehme ich mal schnell hier. So, die Gebäude weg. Und dann können wir ja eigentlich hier wieder genau das hinbauen. Ne? Müsste eigentlich passen. Eigentlich. Genau. So. In der Hoffnung, dass die. Oh, was zum Teufel? Guck mal hier. Wie kann das sein? Das ist ja echt lustig, ne? Dass die Stadt hier manchmal in die Straßen reinbaut. Obwohl es ja eigentlich eine Kollision geben müsste. Das ist echt bemerkenswert. So, hier nehmen wir einmal Überführungen. Muss ja nicht immer Unterführungen nehmen, kann man Überführungen nehmen. Sieht meiner Meinung nach eh viel schöner aus. Zack, zack. Was mir noch ganz lieb wäre, hier oben in Ahlbeck den Bahnhof wegzunehmen. Aber hier ist es natürlich, das ist ja ein fertiger Bahnhof, ne? Das ist ja kein modularer. Das ist, ich glaube, meines Wissens nach, welcher war denn das nochmal? Der hier, ne? Bahnhof Viersen, genau. Das ist ja ein fertiger Bahnhof. Den müsste ich komplett wegreißen, dann den Modularen hier hinbauen. Gucken, ob ich das eventuell auch noch mache, weil das sieht irgendwie fad aus, ne? Ich meine, hier sind schon ein paar Linien, die hier enden. Der Airport Express, der endet hier auch. Denn übrigens hier sehe ich gerade erst dasselbe Gleis. Können wir das vielleicht noch ändern? Doppelbelegung, genau. Wartet mal eben. Die 1. 1 plus 2. Ja, das passt doch jetzt, ne? Plus 2. Ja, das macht er, glaube ich, im Nachhinein nicht mehr, ne? Nee, leider nicht. Naja, ist auch nicht so dramatisch. Aber ja, könnt ihr mir aber gerne reinschreiben, was ihr meint, wenn man den Bahnhof hier nochmal abreißt und einen schönen Modularen hier hinbaut. Dann muss man aber gucken, dass man die Linien dann wahrscheinlich nochmal neu legt. Aber hier ist so ein bisschen Stau, ne? Was die Fahrzeuge angeht, da kann der mal kurz warten. Ah, sieht schon immer cool aus, dieses Gewusel auch. Das gefällt mir. Reinfahren. Aber insgesamt macht die Linie schon gut Plus.
Sagt die Fluglinie. Oh, der jetzt hier ankommt, geht die auch wieder ins Plus. Was ist hier los? LKW, Baumaterial, Ahlbeck. Okay. Da brauchen wir mal ein paar mehr Fahrzeuge, würde ich sagen. Ne? Machen wir mal zwei mehr. Sollte sich, glaube ich, lohnen. Wie sieht die Versorgung aus? Ja, schon ziemlich gut, ne? Schön, schön. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was geschafft heute. Der macht auch Plus. Echt Neues. Ja, und die Bahnhöfe alle nach und nach, ne? Hier haben wir auch noch so einen alten, obwohl der ist eigentlich, ne, das ist eigentlich, es geht. Die RB5 hier, die lohnt sich auch richtig. Ne, das sind eigentlich, so alt sind die gar nicht. Das geht noch, aber diese ganz alten Teile, die will ich halt nach und nach von der Map mal runterbekommen. Was sagen eigentlich generell die Linien? Ja, unsere U-Bahn ist klar. Die Nebenbahnen, dass die alle Minus machen, aber ja, aber die Linien hier gleichen das ja wieder aus, ne? Gerade die beiden Schnellfahrstrecken, absolute Wahnsinn. Wie viel Geld das bringt. Nochmal ganz schnell hier gucken, was den Stau angeht hier. Ja, die Autobahn wird gut genutzt. Das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Das hat ja am Chiemsee nicht so wirklich geklappt. Hier der Stau ist auch weg. Das ist wirklich sehr schön. Hier auf die Brücke nochmal gucken. Hier ist auch alles weg. Also das hat sich wirklich gelohnt, auch hier die Autobahn anzuschließen in Lassan. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal wieder Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Euer Feedback ist auch immer sehr willkommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.